Hektar offene Türen bei der Spitex Bux, hier an der Churerstrasse 35, in der ersten Etage vom Geschäftshaus Atrium. Spitex, das heisst natürlich immer ein Haufen Frauen. Ich glaube, das sind nicht alle. 25 ab 100% Vollzeitstellen sind es. Wir hören das noch genauer. Spitex mit einem Haufen Angeboten und eben Dienstleistungen. Und dann ein Haufen Touren natürlich, wenn sie unterwegs sind, sei es mit dem Auto oder eben aber auch hier mit dem Elektrobike. Spitex, eine unglaublich vielseitige Organisation. Ich bin freundlich empfangen worden und mir ist sofort bewusst worden, wenn ich da mal Hilfe brauchte, ja, die Hilfe würde ich nutzen. Spitex-Mitglied werden, das macht Sinn, weil die Finanzierung von der Spitex zum Beispiel erfolgt in der Stadt Bux über Einnahmen aus den Dienstleistungen, aus dem Mitgliederbeitrag und eben aus dem Beitrag von der Stadt Bux. Mit der Stadt Bux hat man eine Leistungsvereinbarung. Und unter all diesen Frauen ist mir ein Mann aufgefallen. Man hat mir gesagt, das ist der Chef, er heisst Giovanni und ich bin auf ihn zugegangen. Ich bin Geschäftsleiter, aha, seit anderthalb Jahren. Und es geht wunderbar mit so vielen Frauen. Aber ich habe auch eine Unterstützung, ich bin nicht ganz allein. Und was dann, macht Spitex denn eigentlich? Hauptsächlich Pflege bei den Klienten aus der Stadt Bux. Also nicht vordringlich auch Haushalt oder Essen bringen oder so? Essen nicht, für das haben wir einen Mahlzeitendienst, den wir empfehlen in der Stadt Bux. Haushalt machen wir auch, dort wo es Unterstützung braucht. Und dort arbeiten wir sehr eng mit der Prosenektute zusammen. Jetzt hast du 30 Frauen bei dir. Mhm. Und wie läuft denn das, wenn ich jetzt Spitex brauche? Ich habe es gerade ein bisschen im Rücken, darum zittert die Kamera auch. Also meistens fängt es mit einem Anruf an, dass sich jemand meldet, weil er vom Arzt überwiesen wird. Und dann nimmt unsere Telefonistin ab und schaut, wer gerade da ist und übergibt meistens den Tagesverantwortlichen. Und sie tut dann das einplanen, entgegennehmen, macht Termine ab und tut auch eine Mitarbeiterin bestimmen, die dann vor Ort geht, eine Abklärung machen. Und dann weiss ich nachher auch, was das mich kostet, was allenfalls die Krankenkasse übernimmt oder wie ist das mit genau, der Finanzierung? Genau. Es gibt bei der Erstabklärung Unterlagen, die der Klient bekommt. Und dort steht alles drin, wie die Zusammenarbeit funktioniert, was die Kosten sind, was die Krankenkassen übernimmt, was die öffentliche Hand übernimmt, was der Klient selber übernehmen muss. Das wird alles aufgezeigt dann. Ja, ich darf als Vorstandsmitglied mitschaffen, delegiert vom Stadtrat, wie du gesagt hast. Das macht viel Spass. Fachwissen habe ich auch relativ wenig. Selbstverständlich das, was ich weiss von der Finanzierung, von der Pflege her, dass ambulant so wichtig ist wie stationär oder vielleicht das ambulant immer einen wichtigeren Teil überkommt in Zukunft, weil die Demografie spielt ja und die Leute wollen nicht mehr alle in ein Alters- und Pflegeheim, sondern sie wollen daheim bleiben. Das heisst aber auch, dass wir ein ganz gutes Angebot brauchen von der Spitex. Ich kann mir so vorstellen, wenn Sie so Patienten haben, dann braucht auch manchmal schon eine Kraft, um wenden, drehen, irgendetwas in der Pflege zu machen, waschen und so. Also ist das für eine Frau alles gut machbar? Ja, das ist, es braucht einen gesunden Körper und man muss auch wirklich zu seinem Körper achten, man muss seinen Körper pflegen, eventuell auch, ja, ins Fitnesszentrum gehen, so. Das stimmt. Das empfehle ich, habe ich meinen Mitarbeiterinnen früher auch so empfohlen. Oh, man muss seinen Körper wirklich pflegen. Aber es ist auch ganz, ganz viel Technik. Also man braucht schon Kraft. Das ist eben auch, der Beruf selber ist auch, hilft einem auch, dass man den Körper immer in Bewegung behält. Wir haben keine sitzende Tätigkeit. Ja. Also es kann auch ein Vorteil sein, einen Beruf zu haben, wo man sich so viel eben auch darf bewegen darf. Mhm. Aber gleich ein bisschen schade, dass es so wenig Männer gibt, gell, die den Beruf auslesen. Also, und was hebt das? Man hört mal auch, ja, Bezahlung sind nicht speziell gut. Hängen Sie dem oder was hebt das? Ja, ich weiss nicht. Die Bezahlung jetzt von einer diplomierten Pflegefachfrau ist in Ordnung, würde ich sagen. Vielleicht von VG, dort ist es sicher nicht gerade so, dass man eine Familie gut damit ernähren kann. Ja, es ist vielleicht einfach auch das Ansehen vom Beruf, dass man häufig den Beruf auch unterschätzt, was der braucht, an Fachwissen, wie vielseitig das er ist. Auf jeden Fall kompliziert das Ganze. Gell? Bei Ihnen steht es noch drauf, Wundmanagement. Also man weiss ja, im Gesundheitswesen, das ist ja wirklich sehr, sehr kompliziert worden, das Ganze. Immer in der Weiterbildung, dies, das, jenes. Was heisst das Wundmanagement?
Also, man tut seit etwa 25 Jahren tut man Wunden anders behandeln. Ja. Man hat gemerkt, dass man Wunden sollte eigentlich verschliessen und eher feucht als trocken behandeln. Und um das herum hat es eine ganze Wissenschaft gegeben, wie das Wunden, auch chronische Wunden, besser wieder heilen können. Und dem sagt man Wundmanagement. Und ich habe mich da einfach auch weitergebildet und mache das sehr gerne. Und ich finde, es ist auch ein schöner Teil von der Spitex, weil man dann häufig auch Erfolg sieht. Also eine Wunde, die zuerst nicht gut aussieht, ja, heilt wieder zu und ist wieder gesund. Und ist gerade im Alter sehr, sehr wichtig. Ja. Also die Hydrotherapie, die wir so natürlich haben, also, dass eben dann wirklich auch verheilt. Also, ja, also, aber das Wissen, das hat man ja dann sich müssen aneignen. Also, mit anderen Worten, man macht zuerst mal 3 Jahre Krankenschwester, nachher muss man eh noch etwas dazu machen, Ausbildungen machen. Also eigentlich ist man nie fertig, gell, irgendwie. Nein, nie. Wirklich. Ist wirklich, also, das ist auch schön. Man kann wirklich während der ganzen Berufstätigkeit immer wieder dazulernen, weiterlernen, sich spezialisieren. Ja. Das ist wirklich ganz toll in diesem Beruf, ja. Wirklich. Weiterbildung ist das eine, Ausbildung das andere. Das sind die beiden Lernenden, rechts die Ausbildungsverantwortlichen und links die Geschäftsleiter, die ihr schon kennt. Die Spitex Books bildet also auch Leute aus. Tagtroffene Türen heisst aber natürlich auch, dass man eben auch Gesundheitsministerin empfängt. Präsidentin Jasmin Marquardt hat Heidi Hanselmann empfangen. Man war stolz, dass Heidi Hanselmann hier auf Books gekommen ist, um eben zu sehen, was die Spitex Books alles leistet. Und hat ihr gerade zuerst gezeigt, und das eben von einer Lernenden, wie man mit einem Rollstuhl heutzutage eben kann die Steige rauf- und runterfahren. Ich habe so ein Gefährt schon gekannt. Für meinen Vater haben wir so ein Gefährt gehabt. Unter einem ganz normalen Rollstuhl hat ein älteres Gefährt, das ist schon längere Zeit her. Und auch für Heidi Hanselmann, lange Zeit Logopädin im Kantonsspital und eben Spezialistin, ist das völlig neu gewesen. Zu meinen Zeiten, als ich noch im Spital gearbeitet habe, haben die Rollstühle einfach noch anders ausgesehen. Und da sieht man jetzt gerade auch, wie die Zeit vergeht und die Modernisierung auch da natürlich Eintritt halten tut. Ich finde das super. Ich bin gespannt. Ich weiss nicht, ob ich das dann nachher auch könnte, aber ich schaue jetzt mal zu. Ja. Also einstellen ist einstellen, immer etwas vom genau. Wichtigsten. Dann nachher einfach wichtig schauen, ob es jetzt auf oder rein geht. Ich kann mich klicken. Ja. Jetzt geht es steigen auf. Also zuerst muss man natürlich da schauen, dass die Bremsen gut angelegt sind. Wo sind denn die Bremsen? Also hier am Rollstuhl liegt gut. Da ist gut, da sitzt so gut. Ja, da ist auch gut schnell gemacht. Gut. Jetzt, da, ja, kann man sich gerne. Aber jetzt geht es dann los. Mhm. Jetzt tut man einfach kippen. Gut. Und dann löst, hat jetzt da etwas gelöst oder ist da einfach bis ja, ist einfach so gekommen. Und jetzt einfach schauen, dass man gut da den Stegen ist. Dann nachher ein bisschen schauen, dass man gut steht. Dann einfach hier drücken. Aha, jetzt geht. Und ein bisschen ausbalancieren. Und drücken, muss man drücken lassen? Ja, nur einfach immer drücken. Und dann wieder an die Stege? Wieder an die Stege herfahren. Und einfach immer drücken, bis es ganz fertig ist. Jawohl. Und jetzt wären wir schon oben. Ja. Gut. Die Lernenden, die berufsbegleitend übrigens auch noch PMS absolviert, hat das hervorragend gemeistert. Und dann ist darum gegangen, dass Heidi Hanselmann das eben auch üben kann. Und darum ist man nochmal runtergefahren. Das braucht ein bisschen Mut, hier an die Kante herfahren und eben dieser Technik zu vertrauen. Aber ich habe das x-fach gemacht und es ist wirklich eine absolut top-sichere Technik. Die Schräglage einhalten, eine Treppenkante herfahren, oben dran immer auf den Abwärtsknopf drücken und dann kommt der Rollstuhl automatisch und wie von Geisterhand geführt, respektive eben von dem Führer von dem Rollstuhl hineingeführt, eben dann wirklich sehr sicher über die Stege runter. Können auch ganz, ganz lange Stege sein, zum Teil auch schwierige Stege mit Kurven drin und so weiter. Dann hat der Stucke gesagt, es sei wirklich ganz relax gewesen und dann ist es an der Heidi Hanselmann gelegen. Ah, und jetzt schaltet ihr selber? Nein, man kann auch selber schalten, einmal auf und ein. Genau. Ah, Sie haben schon Retter geschaltet? Ja, genau. In dem Fall? Ja. Gut, also. Der Kameramann hat gesagt, genau. Kippen. Kippen. Ihnen geht es gut? Mhm. Auch wenn ich fahre? Ich vertraue voll. Wunderbar. Vertraue in die Regierung, das hat man gerne bei den Bürgern. Ja, das stimmt, das braucht es. Und dann ganz gut herfahren, so. Und jetzt machen wir da
Ja, also vom Gefühl her muss man einfach heben, he? Ja, genau. Sehr gut. Jetzt hoffe ich, es ging Ihnen immer noch gut. Aber schwer ist er schon noch, he? Einfach so der Moment. Der, ja, der Moment. Und jetzt weiss ich auch, warum Sie hier den Fuss hergetan haben. Jetzt wollen wir ja hier nicht die Hirnerschütterung machen, sondern sanft abstellen. Wunderbar. Super. Gut, danke vielmals. Geht's gut? Super. Super sanft. Schön. Ja. Pflegerin und Gepflegte. Der Funke ist übergesprungen. Das Interesse von der Heidi Hanselmann ist weit über dem von einfach einem Höflichkeitsbesuch gestanden. Das Interesse aber auch von Seite der Spitex, hier von der Apothekerin und Vereinspräsidentin von der Jasmin Marquardt bei der Begrüßung. Ich finde es ganz schön, dass ihr trotz dem schönen Wetter gekommen seid. Ich habe gesehen, dass es auf der Autobahn sowieso noch Stau hat, falls ihr wollt in die Berge gehen. Also müsst nicht passieren mit dann weggehen. Als ich vor 2 Jahren als Präsidentin anfangen in dem Spitex-Verein, hat mich natürlich das erste Mal interessiert, was treffe ich da eigentlich für einen Spitex an. Und habe gesehen, dass wir einen mittleren Betrieb haben. Was mich aber noch viel mehr interessiert hat, ist, wo geht die Spitex hin? Was wird aus dieser Spitex noch in Zukunft? Spitex-Statistiken gibt es ja viele verschiedene. Mich hat aber besonders interessiert, was passiert auf dem Platz Bux. Und dazu haben wir die Bevölkerungszahlen von Bux speziell mal genau angeschaut, die Altersstrukturen, und haben dann eine Auswertung gemacht, eine 5-Jahres-Auswertung und eine 10-Jahres-Auswertung mit einfachen Zahlen, und haben dort schon festgestellt, dass uns noch etwas bevorsteht. In der Zwischenzeit, also wir haben die Zeitspanne 2013 bis 2018 haben wir mal angeschaut. Vorausgesagt haben wir etwa ein Viertel Zuwachs. Und 2018 ist jetzt aber noch nicht fertig. Aber wir bewegen uns wirklich dorthin, dass wir einfach so viel mehr Leistungen erbringen in der Spitex. Ich hoffe, dass wir es jetzt geschafft haben, unsere Spitex so weit herzubringen, dass wir eben auch mit dieser demografischen Entwicklung, die hier stattfinden können, mithalten. Wir werden das im Rundgang vielleicht ein bisschen sehen. Eine wichtige Voraussetzung ist aber, dass wir wirklich genug Personal haben. Wir haben das Glück, dass dank der Stadt Bux, die uns hier mitfinanziert, wir können auch Leute ausbilden, mit der Hoffnung, dass wir dann auch wirklich genug Leute haben für in Zukunft, um die Spitex zu unterhalten. Möchte ich noch auch im Namen von allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also wir haben auch Männer in der Spitex, wir sind das Zweite, begrüßen. Und ich finde es auch toll, dass Sie an einem Samstag und ja, bei diesem Wetter zu uns gekommen sind, die Spitex-Buch bevorzugt haben. Mein Name ist Giovanni Caraccio, ich mache seit 1,5 Jahren Geschäftsleitung von der Spitex Bux. Und als ich mich auf den Tag heute vorbereitet habe, auch ein bisschen aufräumen. Und dann bin ich auf das Buch gestoßen, auf diesen Schunken. Aus Datenschutzgründen sind schon früher die interessanten Seiten herausgerissen worden. Das ist das Pflegebuch, wo man Notizen über die Pflege drin gemacht hat. Und hinten die Adressen von allen Klienten, die man damals gepflegt hat. Wir haben nicht herausgefunden, wie alt das Buch ist, aber es muss so aufgrund der spärlichen Einträge, die noch drin sind, 80 Jahre alt sein. Und zu selber Zeit war der Vorgängerverein bereits 50 Jahre alt gewesen. Also Pflege ist in der Stadt Bux eine historische Angelegenheit, kann man sagen. Heute sind wir mit einem Tablet unterwegs, machen eigentlich immer noch das Gleiche. Seit einem Jahr voll elektronisch. Aber das war ein Prozess, der sich fast über 10 Jahre hinweggezogen hat, wo man zuerst angefangen hat mit kleinen Geräten, nur Zeit erfassen. Dann ist die Leistung dazugekommen und mittlerweile haben wir alles auf dem Tablet. In diesen 10 Jahren war auch der grösste Wachstum in der Spitex Bux. Wir sind von 22 auf 35 Mitarbeiter gegangen, wobei wir aktuell auch 2 noch vakant haben.
Wir finden einfach nicht so gut Personal. Es ist, der Markt ist wirklich ausgetrocknet und sind um jede Bewerbung froh, die eingeht, damit wir mit genügend Leuten unterwegs sein können. In dieser Zeit haben wir auch die Ausbildung aufgebaut und haben seither eine Ausbildungsverantwortliche. Die Qualität ist aufgebaut worden, eine Qualitätsverantwortliche. Und jetzt als letztes Geschäftsleitung mit einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund, wo ein bisschen mehr vom Unternehmerischen weiss. Bei den Fachkompetenzen haben wir Fallkoordinatorinnen eingeführt. Wir haben 8 in der Zahl. Sie kommen Neuanmeldungen über und sind dann zuständig für die Klienten, die sie betreuen. Bis am Schluss das Dossier dann geschlossen wird. Und meistens sogar so, wenn sie wieder kommen, nehmen das Dossier wieder vor, und dann ist sie in der Regel wieder die gleiche Person, die sie begleitet durch die Zeit. Auch in dieser Zeit haben wir einen Fachbereich aufgebaut. Wir haben Wundmanagement, wir haben Reihe, Homecare, wir haben Kinästhetik, Palliativcare, Dementiacare und Diabetes. Genau, die 6 Fachbereiche. Das sind Diplomierte, die dann neben ihrer Aufgabe noch die Funktion wahrnehmen, dass der Bereich auch mit Kompetenz gedeckt ist im Betrieb. Ja, die Führung heute haben wir so aufgebaut, dass wir von der Anmeldung, die findet da statt, durch die verschiedenen Einsätze, die ein Klient braucht, bis zu der Rechnungsstellung und dann durch die Ausbildung durchführen, damit man mal sieht, was es alles braucht, ab dem ersten Telefon oder ab dem ersten Mail, weil das geht ja heute auch elektronisch, ein Klient übergeben wird oder zu uns kommt. Dann würde ich mich gerade anmelden. Zuerst. Hat ja geheissen, wir fangen an beim Umgang mit dem Anmelden. Und möchte einfach am Anfang den grossen Dank setzen. Jetzt als Gesundheitschefin selbstverständlich in erster Priorität, aber auch im Namen der Regierung. Spitexen sind ganz, ganz wichtig, werden immer wichtiger. Sie sind eigentlich dort tätig, wo man auch immer wieder sagt, haben wir Schnittstellen. Ich meine, Spitexen machen die Schnittstelle zu Nordstellen. Es sind immer sensible Übergänge, beispielsweise von daheim zum Spital. Dort die Betreuung vom Spital zurück, hoffentlich wieder heim. Oder vom Spital zurück in ein Alters- oder Pflegeheim. Oder natürlich umgekehrt, Alterspflegeheim ins Spital oder Alterspflegeheim daheim, hin und her. Sie kennen alle die Situationen bestens. Also da braucht es qualifizierte Leute, die Sensibilität auch für den Menschen haben. Und es hat mich, als wir jetzt hier angefangen haben, gerade am Anfang sehr gefreut. Sie haben mich gerade den Lernenden vorgestellt. Es ist ein wichtiges Thema, weil wir alle wissen, der Fachkräftemangel ist in aller Munde. Sie tun etwas dagegen. Möchte ich gratulieren, weil das ist nicht ganz selbstverständlich. Dass auch der Stadtrat, und an dieser Stelle möchte ich natürlich die Mitglieder vom Stadtrat auch ganz herzlich begrüßen und auch Danke sagen, dass man diesen wichtigen Gedanken unterstützt, dass man Lernende eben in so einem Betrieb reinnehmen kann. Und ich hoffe, dass wir auch von den Spitälern her mit diesen Ausbildungsverbünden, die wir ja mal angefangen haben, dazu natürlich auch einen Beitrag leisten können. Also die Spitex wird immer wichtiger, auch vor dem Hintergrund von der Spitalfinanzierung, von der verkürzten Aufenthaltsdauer, die wir haben. Und darum bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich auch heute hier darf, am Tag der offenen Tür eine weitere Spitex anschauen, wie sie sich eben entwickelt hat und auch formiert und strukturiert ist zugunsten der Patientinnen und der Patienten. Und dann nochmal ein Lob. Ihr seid wirklich weit mit der Digitalisierung. Da könnte sich jemand im Bereich der medizinischen Versorgung Schnitten abschneiden. Das ist die Zukunft und ohne das kommt man gar nicht mehr raus. Also auch da habt ihr die Nase vorn. Ganz herzlichen Dank. Und ja, ich freue mich jetzt sehr auf den Rundgang und zu sehen, wo ihr jetzt hier neu daheim seid. Unser Klient ist ja durch das Spital angemeldet worden. Und dann füllen wir so ein Formular aus. Wir haben die Info bekommen, dass der Klient einen Schlaganfall hatte am 5.3.2018. Er hat noch ein Lungenkarzinom.
Unser Auftrag wäre, Körperpflege zum Durchführen in die Heim, das Medikamentenmanagement zum Übernehmen und eine kleine Wundversorgung. Er hat nämlich am rechten Ferse noch einen kleinen Dekubitus. Zudem sollten wir auch noch den Haushalt übernehmen. Wir sollten die Wochenkehr durchführen. Beispielsweise bei Visiten sind ja mit einbezogen. Zum Beurteilen, ist wirklich der richtige Zeitpunkt, um wieder nach Hause gehen oder ins Pflegeheim oder wie sieht er bei uns? Es gibt Fälle, wo sie uns beizüchen, dass sie zuerst anfragen tun. Und wenn es komplexer ist, dann gehen wir auch zu den Rundtischgesprächen, die dann organisiert sind im Spital. Und haben dort den Austausch und haben schon die Möglichkeit vor Ort, zum schauen, ist es von unserer Seite her überhaupt möglich, um die Haie so zu sein oder nicht. Und dann können wir uns austauschen an dem Rundtischgespräch. Genau. Gut. Wir haben natürlich aktuell gerade auch noch einen laufenden Betrieb draussen. Die Mitarbeiter sind unterwegs. Und nebenbei findet noch Tag der offenen Tür statt. Das muss man auch noch erwähnen. Wir sind ein 7-Tage-Betrieb und arbeiten am Wochenende auch. Und tagsüber, von wann bis wann sind Ihr im Einsatz? Von 7 bis 12. Also am Mittag und dann am Nachmittag von 2 bis 7 Uhr. Und unser Sportdienst, da haben wir eine Tour, die ist dann von 6 Uhr bis abends um 10 Uhr unterwegs. Ja. Genau. Für die Abklärung, wie viele Leute haben wir zur Verfügung? Die müssen ja ein besser ausgebildet sein. Sind das Pflegepersonen HF oder was wird da gefordert? Genau, wir haben 8 HF. Das sind unsere Fallkoordinatorinnen. Und die tun sich die Koordination in dem Sinn untereinander aufteilen, dass je nach Stellenprozent haben gewisse Fallkoordinatorinnen mehr Klienten und andere weniger. Ja. Genau. Die Abklärung, was wirklich alles muss gemacht werden, bis sie es schon mal auf dem Spital bekommen, das macht auch die Fallkoordinatorin, das ist genau. Die gleiche Person. Ja, sie tut von Anfang an bis zum Schluss den Fall betreuen. Und wenn es zu einer Wiederaufnahme käme, bezüglich einem anderen Problem, das besteht, würde wieder die gleiche Koordinatorin vorbeigehen. Genau, so können wir die Bezugspflege auch anbieten. Und Wie viel sind ihr jetzt? Tätig in der Spitex, anzahlmässig? Rein in der Pflege oder? In der Pflege, ja, in der Pflege. Ungefähr um die 25 Mitarbeiter. Und das sind aber wahrscheinlich mehrheitlich Teilzeit, oder sind da? Genau, von Teilzeit bis viel? Vollzeitstellen haben wir alles. Und wie viel Prozent gibt das ungefähr? Das sind eben Details, die wichtigen Fragen. 25-100% Stellen sorgen bei der Spitex Buchs dafür, dass die meistens komplexe Problematik ganzheitlich angegangen werden kann. Da muss, wie überall in der heutigen Medizin, jedes Rädchen ins andere ergreifen. Die Fallkoordinatorin hat Übersicht, ist also Garantin für eine ganzheitliche Dienstleistung mit all diesen verschiedenen Bereichen, die eben in die Spitex einspielen. Also jetzt hier gerade bei Arbeit und Leistung, da wäre jetzt einfach die Hilfestellung, wenn irgendetwas nicht funktioniert, ist das meine? Genau, ja. Wo man auch bei euch dass wir Klienten unterstützen, dass wir Kontakt vermitteln oder teilweise sogar mit den Klienten dort hergeächtet. Wir haben nämlich auch noch unseren Psychosozialdienst, der genau in diesem Bereich noch aktiv mit unterstützen tut. Mhm. Das ist jetzt zum Beispiel der Morgen. An einem Wochenende da haben wir zum Teil 6 Touren, wo dann die Mitarbeiter unterwegs sind. Unter der Woche können es bis zu 14 Touren sein. Genau. Und sind ihr mit Auto unterwegs oder haben da verschiedene Möglichkeiten und Varianten? Ist ja da auch Flyer sind im Einsatz? Und genau. Sind wir haben da auch? Autos und wir haben Flyer. 8 Autos und 4 Flyer. Und mit denen sind unsere Mitarbeiter unterwegs. Und dann kommen wir schon zu unserem ersten Bereich, zu der Kinästhetik. Von der Pflegeplanung her ist dann ersichtlich für die Mitarbeiter, sie haben dort den Auftrag, der Klient ist rollstuhlmobil und braucht Unterstützung in der Mobilisation und beim Transfer. Dann würden wir gleich hinterher gehen zum Fachbereich Kinästhetik.
Bitte, Laura. Wichtig, wir brauchen, wenn es nötig ist, tun wir auch Hilfsmittel einsetzen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel das Rutschbrett mich entschieden für das, weil es eben wirklich für uns auch mit wenig Aufwand und wenig anstrengend so einen Transfer machbar ist. Gut, ich möchte es gerade mal zeigen. Darfst du auf die Seite kippen? Genau. Wichtig ist, dass man es immer gut vorbereitet, den Klienten auch informiert, was wir vorhaben, dass er nicht überfordert ist. Denn ich würde sie jetzt gerne vom Bett in den Rollstuhl begleiten. Sie dürfen mich gerade heben. Genau. Ich tue ihre Beine zur Entlastung auf meine Knie. Genau. Jetzt mit Vorwärtswippen tun wir unser Gewicht verlagern und durchrutschen. Verlagern. Gegen führen. Genau. So habe ich mit wenig Aufwand für mich auch sehr angenehm einen Klient in einen Rollstuhl rein, transferieren. Gut. Dann schauen wir, dass er natürlich auch sehr gut sitzt. In dem können wir ja auch die Unterstützung geben, dass er richtig im Rollstuhl dann bequem sitzt. Gut. Ist es für Sie so angenehm? Ja. Genau. Als zweites möchte ich Ihnen auch noch zeigen, es ist ja möglich, dass der Klient mal aus dem Rollstuhl rausfällt und am Boden ist und nur selber aufstehen kann. Jetzt auch das übe ich mir natürlich, dass wir gut vorbereitet sind auf diese Situation. Ich möchte Ihnen das gerade auch anhand von einer Übung zeigen. Also, wir stellen es jetzt natürlich nachstellen. Der Klient wäre auf dem Boden. Genau. Wir treffen ihn dann so an, tun ihn auch wieder informieren. Wir würden sie gerne aufnehmen mit dem Ball. Dazu brauche ich aber einfach noch Hilfe. Ich tue meine Kolleginnen anweisen und tue dann also das Dritte mit dem Ball probieren aufnehmen. Wir dürfen tun ihre Beine über den Ball übernehmen. Genau. Das ist ja. Gut. Dann dürfen Sie uns gut heben. Mit ganz langsam. Der am Kopf gibt vor, wenn alle ja. Parat sind. Gut. Sind ihr soweit parat? Jawohl. Ja. Eins, zwei, drei. Und der Klient steht. Wir haben nicht viel Kraftaufwand gebraucht. Wir haben das schon ein paar Mal dürfen umsetzen. Und bis jetzt sehr erfolgreich. Gut. Und jetzt brauchen wir, sind jetzt dritte und sind genau. Alle unterwegs. Wie lange geht denn da? Also die, wenn jemand am Boden kalt ist, dann kommt die Meldung ins Büro. Man muss Hilfe anweisen. Dann gehen sie vom Büro, die sind auch angeleitet, sind eins oder zwei, gehen raus, nehmen den Ball mit und sind in Kürze eigentlich vor Ort. Und so können wir uns eigentlich Ressourcen vom Klienten schonen und jemanden sehr gut aufnehmen. Und das funktioniert so sehr gut. Also ihr macht eigentlich auch noch Notfalldienst, könnte man sagen, ja. In dem Sinn. Ja. Ja. Und wie viele derartige Anrufe haben wir denn? Also wenn wir es auf den Monat... Auf den Monat, ich werde das vielleicht gerade weitergeben, sie, wo im Telefon an mich abnimmt. Also Notfalldienst können wir so definieren, wir klären erst via Telefon, was ist es für eine Situation, braucht es ärztliche Unterstützung, ist es in dieser Hinsicht ein Notfall oder ist es wirklich etwas Pflegerisches. Pro Monat haben wir vielleicht 2 bis 3 höchstens so Anrufe, mehr nicht. Genau. Das ist jetzt ja schön und gut gegangen mit einem leichten, feinen persönlich. Ich stelle mir aber vor, dass ein 70-Jähriger mit einem Schlaganfall durchaus 100 oder 120 oder mehr Kilo kann haben. Funktioniert das mit euch drei? Also da kann ich unterstützen, dass man mit einer wirklich guten Technik einen Transfer herbringt, auch mit Leuten, die schwer sind, korpulent sind. Da braucht Erfahrung und Übung, das ist schon so. Aber weil ich es ja selber auch in vivo haben können und dürfen machen und ich bin ja jetzt auch nicht gerade so
sondern eher eine feine Person. Aber es geht also. Und ja, da stimmt man, wenn man alles herbringt mit einfachen Hilfsmitteln. Ich würde noch eine Frage stellen, ja, wie kommt denn der Notruf zu euch, wenn jetzt jemand daheim umgefallen ist? Haben alle Leute hier das Hörli? Nein, das ist nicht so. Es gibt ganz unterschiedlich. Je nachdem machen sich die Leute daheim selber bemerkbar, indem sie klopfen, den Nachbarn rufen oder und so weiter. Da haben wir ganz verschiedene Möglichkeiten, wo sie sich da... Sie sind auch sehr erfinderisch, unsere Klienten, damit man es hört. Also da geht es. Und dann wäre ich mir wieder auf die Zentralen angerufen und kommen so natürlich dann so zum Einsatz. Und den Knopf haben viele Leute eben an, getrauen sie sich dann aber gleich nicht einzusetzen in selben Moment, weil sie es eventuell vergessen oder das Gefühl haben, es wird ein Alarm ausgelöst, der für sie dann eben Stress verursacht. Ja. Und dann gibt es noch spezielle Momente. Also ich war vor 3 Monaten bei der mobilen Truppe von der Polizei, um nachzuschauen, ja, wie dort die Einsätze funktionieren. Dann kam gerade ein Anruf von einem Nachbarn, der gesagt hat, ich höre meine Nachbarin nicht Fernsehen schauen. Ja. Also etwas, was sie jeden Abend gemacht hat. Am 7. hat sie den Fernseher eingestellt, weil sie halt nicht gut gehört hat. Sehr laut. Darum hat er gehört, dass sie Fernsehen schaut. Und an diesem Abend ist das genau nicht passiert. Die Polizei ist ausgerückt und sie war umgefallen, hatte einen Schlaganfall gehabt. Also auch derartige Gewohnheiten, oder? Wenn dann da nicht mehr wahrgenommen wird von der Nachbarschaft, kann es zu Reaktionen führen. Das ist noch spannend. Wir sind nicht die Ansprechperson, wenn der Notrufknopf ausgelöst wird. Da müssen Angehörige oder sonst jemand für die hinterlegt sind. Wir sind wirklich für unsere bestehenden Klienten. Sie haben unsere Nummern. Wenn sie mal anrufen, dann rücken wir aus. Sonst nicht. Interessanter Aspekt, der zeigt, wie vielfältig das Spitex unterwegs ist und wie kompliziert das Ganze ist. Auch im Bereich Wundbehandlung geht man neue Wege, Weiterbildung, also ist ständig natürlich irgendwie dabei. Und ganz wichtig, dass man es eben auch richtig macht. Und so geht das vom Rand her, wird die Wunde epithelisiert und wird immer kleiner, bis zum Schluss wieder eine intakte Haut ist. Wo man nachher einfach mit guter Hautpflege, also mit Pflegeprodukt, also Cremen, noch weiter pflegen, damit es weich bleibt und ja, noch sich weiter normalisieren kann. Das war jetzt in der Spitex in Nönsingen gewesen, und die Wunde ist zugegangen innerhalb von 2 Monaten. Und es hat Verbandwechselintervall gebraucht von etwa all 3 Tagen. Und da kommen eben die modernen Wundmaterialien zum Zug, die ermöglichen, dass man eben nicht täglich einen Verbandwechsel machen muss. Also das heisst, weniger Einsätze der Spitex reduziert die Kosten bei der Krankenkasse, weil man nicht täglich einen Verbandwechsel machen muss. Reduziert auch ganz, ganz fest die Schmerzen beim Klienten. Feuchte Wundverbände nehmen in der Regel sofort Schmerzen weg, dass der Patient keine Schmerzen mehr hat. Gleichzeitig ist es auch wichtig, um eben auch lagern. Das sieht man dort auf dem selben Beispiel. Das ist eine Möglichkeit zum Lagern. Etwas vom Wichtigsten, dass es so an Fersenwunden zugeht, ist, sind nicht nur die Verbände, sondern auch die Lagerung, dass die Ferse keinen Druck mehr bekommt. Also, dass sie nicht mehr auf eine harte Matratze drückt. Ja, und so kann man dann eben mit diesen neuen, modernen Mundmaterialien Wunden in einer nützlichen Frist zubringen. Und der Patient ist geheilt. Das Know-how also ist da, aber wer zahlt es die neuen Pflegematerialien? Werden sie dann zahlt, wenn es der Patient selber anwendet? Werden sie dann zahlt, wenn es Spitex bringt? Oder wird Spitex durch die neuen Pflegematerialien zusätzlich belastet? Ja, in der Medizin ist alles einmal ein bisschen kompliziert. Wer zahlt was und was kann man anwenden? Und auch hier natürlich ist Spitex immer und immer wieder gefordert, nicht nur bei der Finanzierung, sondern natürlich auch bei der Beratung von den Patientinnen und von den Patienten. Und natürlich Gesundheitsministerin und alle, die mit dem zu tun haben, natürlich auch. Und dann ist es weitergegangen bei dieser Führung, die wir natürlich nur zum Teil können bringen können, Richtung Palliativmedizin. Was kann die Spitex anbieten, wenn eine unheilbare Krankheit ansteht? Ich bin einfach nochmal Ansprechperson und fachlicher Support.
Und in Palliativsituationen geht es vor allem für uns darum, dass wir erfassen, welche Symptome sind die, die der Klient am meisten belasten. Wir haben so ein Raster, das wir von Spitalregion haben dürfen übernehmen, wo sie auch führen oder mitarbeiten und wir auch. Da tun wir einfach die verschiedenen Symptome erfassen und objektivieren. Und dann tun wir den Pflegeplan je nachdem anpassen, was halt im Vordergrund steht. Ob Schmerzen sind oder Übelkeit oder Atemnot. Und dann tun wir regelmäßig mit dem Hausarzt oder eben mit dem Spitalarzt Kontakt aufnehmen und probieren so immer die beste Behandlung für einen Klienten zu ermöglichen können. Es sind Situationen, die sich vielmals sehr rasch verändern, die nicht planbar sind. Und darum ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit noch viel wichtiger, dass man immer gleich je nach Situation darauf reagieren kann und dem Klienten etwas bieten kann. Genau, ein sehr wichtiger Spitex ist halt auch die Zusammenarbeit mit den Angehörigen, dass wir sie möglichst gut instruieren, anleiten, beraten, weil es ist ja eigentlich immer, also vor allem wenn sie dann noch sterben würden, der Klient, da ist es immer eine Ausnahmesituation. Und es braucht sehr viel Beratung, dass wir ihnen Sicherheit vermitteln, jeden Tag Fragen klären, instruieren, was können sie machen bei den verschiedenen Situationen. Und ja, genau, dass wir so zusammen, alle miteinander, einfach wirklich dem Klienten das bestmöglich bieten kann. Je früher eine Demenzerkrankung diagnostiziert wird, desto besser können gezielte therapeutische Massnahmen wirken. Zudem können behandelbare Ursachen erkannt, therapiert oder eben auch ausgeschlossen werden. Ein Beispiel dafür ist eine schwere Depression. Mit der Diagnose Demenz lebt es sich einfacher wieder mit der Angst vor dieser Diagnose. Die könnt ihr ja nicht 24 Stunden betreuen, oder wie funktioniert es? Da ist es so, unsere Grenze ist bei 4 Einsätzen pro Tag erreicht. Plus, wie Frau Mujacic schon erzählt hat, der Notfalldienst. Aber das ist ganz klar so, wir können nicht 24 Stunden abdecken, das ist so. Da tut man versuchen, interdisziplinäres Unterstützungsnetz aufzubauen, dass man das bestmöglich kann ermöglichen. Aber es sind natürlich wirklich immer schwierige Fälle, so ein bisschen Grenzfälle. Akzeptiert man die Gefahren, die es halt denen, wo es ausgesetzt wird? Also da braucht man sicher eine gute Ansprechperson, eine Bezugsperson von einer alleinstehenden Person, die das auch befürwortet. Nur dann kann man es ermöglichen. Eins ist klar geworden bei dem Tag von der offenen Tür, bei der Spitex von der Stadt Bux. Die Spitex verschafft Durchblick bei komplizierten Fällen. Und jeder Fall ist halt wieder etwas anders. Die Spitex ist ein wichtiger und hilfreicher Ansprechpartner, wenn die Verzweiflung wegen einer Krankheit um sich greift. Auch psychologische Betreuung gehört durchaus dazu. Wichtig ist die fallbezogene Sicht und der persönliche Kontakt eben zu der Spitex. Und der ist in diesem Tag fleissig genutzt worden. Die Spitex, und das nicht nur in der Stadt Bux, ist ein wichtiges Gemeinschaftswerk auf der Erfolgsspur. Und das eben auch wegen vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.